CONCACAF Gold Cup. Die USA gegen Curaçao. Die beiden Teams treffen im Viertelfinale aufeinander. Ich würde sagen, Curaçao war das bessere Team, aber Amerika hat gewonnen. Muss man so sagen. McKennie hat das Tor gemacht in der 25. Minute. Aber das Spiel gemacht hat Curaçao. Sieht man auch in den Statistiken. USA 10 Schüsse in Richtung Tor, Curaçao 15. Die USA hat 3 Schüsse aufs Tor, Curaçao 5. Die USA hat 47% Ballbesitz, Curaçao 53. Curaçao hat ca. 50 Pässe mehr. Hat eine höhere Passgenauigkeit. War dafür auch das unfairere Team, denn die USA hat nur 5-mal gefoult, was sehr vorbildlich ist. Curaçao 10-mal und hat bei den 10 Fouls 2 gelbe Karten mitgenommen. Aber an allen Fußballsergebnissen Sport Amerikas weiter. Also die USA, nicht Amerika. Und somit stehen die Halbfinalpartien fest. Haiti, Mexiko, Jamaika, USA. Glückwunsch an die USA.